Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge angespielt. Heute 3D-Schach. Ja. Wer Schach nicht kennt, hat ziemlich viel in seinem Leben verpasst, würde ich mal sagen. Zumindest gehört haben sollte man schon Schach durchaus etwas. Jede Seite hat entsprechende Spielfiguren. Und das Ziel ist es, den König, ne, hier den hier, beziehungsweise den hier hinten, zu besiegen. Dafür haben wir 8 Bauern auf jeder Seite. Seine sehen viel cooler aus, weil das irgendwelche komischen Mutanten sind. Hätte ich viel lieber als komische menschliche Bauern. Jeder hat einen Turm, einen Springer. Ja, das ist normalerweise eigentlich das Pferd, aber hier ist es ein... Mal gucken, ob ich die später noch auseinanderhalten kann. Einen Läufer, der kann nur diagonal laufen. Ne? Eine Königin, die kann sich überall hinwegen, so um viele Felder pro Runde, wie sie möchte. Der König kann jeweils in jede Richtung nur einen Schritt laufen und dann wiederholt sich das gleiche hier. Ne? Das kann man symmetrisch dann mit Läufer, Springer, Turm. Und weiß beginnt. Ne? Wir sind weiß, das heißt, wir setzen einfach mal einen Bauern 2 Züge nach vorne. Denn in der ersten Runde, das erste Mal, wenn sich ein Bauer bewegt, darf er 2 Schritte laufen. Jetzt ist Schwarz wieder dran, er überlegt, pipapo. Ich wollte gerade sagen, kann er da stehen bleiben? Er hat übrigens Schach. Na, wenn ich den jetzt nicht wegbewege, was ich nicht kann. Ungünstig, er wird den hier töten. Man muss sich halt wieder. Das ist ja super heftig, da habe ich mich aber. Oder auch nicht. Ich muss ihn stehen lassen, weil wenn ich es nicht tue, dann tötet der. Nee, der Läufer, der ist hier hingelaufen, würde der Läufer meinen König töten. Was wir machen, wir bewegen uns mit der Dame ein bisschen nach vorne. Er wird sich jetzt zurückziehen. Weiter hier hinten hin. Oder auch nicht. Naja, clever geregelt. Na, er kann, das Pferd kann 1 nach vorne und 2 nach links oder nach rechts. Oder halt 2 nach vorne und 1 nach links oder nach rechts. Auf jeden Fall immer so eine L-Formation. Ne? Das heißt, er hat den Springer bewusst hier hingesetzt. Würde ich jetzt nämlich mit meiner Dame versuchen, seinen Läufer zu töten, könnte er mit seinem Springer meine Dame killen. Und die allerwichtigste Einheit nach dem König in dem Spiel ist die Dame. Ja? Sie kann sich unendlich viele Felder in eine Richtung bewegen und sie kann sich in alle Richtungen bewegen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Figur nicht verloren geht. So, da der... Achso, das kann ich ja nicht machen. Okay, wir laufen mal mit ihm nach vorne. Schach ist ein sehr, sehr schönes Spiel, finde ich. Und auch hier hat er sich wieder 1 nach vorne, 2 nach rechts aus seiner Sicht bewegt. Okay. Ich verstehe gar nicht. Achso, kann er gar nicht, wenn er das hier, dann würde er sich hier hinbewegen und dann könnte ich ihn mit meinem Pferd schlagen. Verstehe. Na, ich bin jetzt irritiert von dem Feuerhauch gewesen vorhin die ganze Zeit, dass er Feuer speien kann. Na, jetzt sollte ich meine Damen. Bauern können halt diagonal schlagen. Sie laufen zwar geradeaus, aber sie können nur diagonal Einheiten schlagen. Ne? Das heißt also, wenn mich meine Dame jetzt nicht wegbewegen würde, dann wäre nächste Runde meine Dame tot. Ich kann sie hierhin bewegen. Jetzt wird... Au. Ist das ein Drecksack? Ah, oh, ist das ein dämlicher Penner. Wenn ich jetzt mit meinem Bauern will, hier diese Einheit schlagen, würde ich diese Einheit damit schlagen, dann wäre mein König dead, ne? Dann könnte der hier auf den Diagonal mich vernichten. Machen wir nicht. Wir haben natürlich hier einen Turm stehen. Mit diesem Turm werden wir uns den... Ach, mit dem Turm. Einen Läufer. Werden wir uns natürlich den gegnerischen Läufer holen. Mitten in die Reihen rein.
Er kann dagegen nämlich nichts tun. Seinen Turm abgenatzt. Das ist natürlich sehr, sehr nice. So, mal schauen, ob er wieder irgendwie zurückkommt. Oh Gott, ist das dein Ernst? Ich habe meine Dame verloren. Eieiei, okay, ich bin ein miserabler Schachspieler. Ich habe die Dame nicht verteidigt. Ach du Kacke. Oh Mann. Ich werde ihn schlagen, außer er bewegt ihn nach vorne. Ist das widerlich. Okay, mal so mit meinem Springer nach vorne. Ja, er hat seine Dame dummerweise. Ich habe meine Dame verloren. Warum? So hohl gewesen. Ach, guck mal. Ja, er hat ja seine Dame. Das. Also ich wäre mit dem Turm hier nach vorne und hätte seinen Läufer geschlagen, dann würde mich die Dame allerdings von denen töten. Kann ich das bitte nochmal neu starten? Holy shit, Alter. Ja, der hat nämlich die ganze Zeit mit dem Läufer nichts gemacht, weil er darauf gewartet hat, dass mein Springer sich wegbewegt, sodass ich ihn nicht schlagen kann. Was ist denn das für eine KI, Alter? Ah, komm, wir CPU geben. Ich kann das nicht mehr gewinnen, ne? Er hat mit seiner einen Einheit so viel, er würde jetzt den hier töten. Was ich machen könnte, ne, kann ich nicht, dann kann er den hier schlagen, das ist auch doof. Es ist ja noch nichts verloren, ne? Muss man auch mal sagen. Aber es sieht schon ziemlich beschissen aus. Okay, ich muss was dagegen tun. Wir spielen das zu Ende. Kriegen wir schnell hin. Er wird was mit dem Drachen machen. Das ist aber auch eine KI, Alter. Holy shit, ist die gut. Das wird dann nicht mein Springer. Wir machen neu. Level 4. Elo 1000, ne? Auch in Schach ist mir das letzte Mal vor Jahren, oder ist mir das erste Mal vor Jahren und mir gesagt worden, gibt es tatsächlich eine Elo. Ich bin doch nicht so ein guter Schachspieler, wie ich dachte. Schnüff! Na, wenn ich jetzt nichts mache, dann tötet er meinen Springer. Mache ich das nicht, dann tötet er meinen Bauern. Hm. Wir machen das mal so. Dann kann er mit dem Drachen nämlich nicht ihn angreifen, ohne ihn zu verlieren. Aber er wird was mit dem hier machen, wahrscheinlich. Oh, der hat eine Königin, Alter. Oh, ich werd irre. Er kann meinen Turm besiegen. Scheiße. Na, da steht halt wunderbar nichts entgegen. Das heißt, wenn er könnte meinen Turm kaputt machen. Das ist natürlich aber auch nicht so schön. Leider nichts dran ändern. Huah! Er wird den Bauern töten. Oh, okay. Stimmt, ich bin ja auf dem Fernkampf gewesen. Es ist noch nichts verloren, Leute. Wir müssen nur mal ein bisschen cleverer spielen. Seine Dame ist hier. Meinem Springer passiert nichts. Die wird sich nicht ansatzweise trauen, da irgendwas zu machen. Das ist sein Pferdchen. Ich kann ihn nur hierhin bewegen, damit er nicht stirbt. Er kann das aber mein Eis wird er nicht machen. Er wird nicht meinen Bauern töten. Drecksack, Alter. Ah, ich bin. Mein Drache ist tot. Er kann leider nichts mehr tun. Die Frage ist, welche Einheit nehme ich ihm weg? Dafür, dass mein Dings stirbt. Mein Drache. Bleibt er hier stehen, wird dem Bauer getötet. Kann ich den Bauer töten? Das ist überhaupt nicht wert. Setze ich hier hin, greift der Bauer ebenfalls an, dann kann ich den Bauer nicht mal töten. Das heißt, das einzige wirklich Sinnvolle ist, dass ich den Drachen hier hinsetze, er mit seinem Springer meinen, ich sage mal Drache, naja gut, ich behandle jetzt so, wie sie halt da sind.
Dein Ernst ist nicht mal ein Bauer, Alter. Boah. Aber es macht nichts. Jetzt könnte er meinen König besiegen. Ja, nächste Runde. Deswegen setzen wir ihn mal hier hin. Wenn er jetzt nämlich hätte versucht, meinen Bauern zu schlagen, dann können wir die Dame töten. Das wird er aber natürlich nicht machen. Bist du völlig hohl, Alter? Wie? Ich kann die Dame nicht schlagen. Bitte? Okay, Google. Schach, König, Dame. König, Dame schlagen. Der betreffende Spieler muss nun einen Zug ausführen, der dafür sorgt, dass sein König nicht mehr im Schach steht. Er kann jetzt den König öffnen. Ah, ich darf das nicht hier hinsetzen, weil ich nächste Runde sonst von dem Läufer getötet worden wäre. Faszinierend, faszinierend. Scheiße. Jetzt wird er damit meinen Drachen schlagen. Oder auch nicht. Ah, okay. Ich kann also im Computerschach nicht meine Schachfigur so setzen, dass ich verlieren würde. Ich kann sie mich auch nicht nach vorne setzen, weil sonst der Bauer die töten würde. Das ist ja behindert. Kann ich bitte mal Fehler machen? Also, der hat aber eine super abartige Defense, ey. So, wir drehen uns jetzt im Kreis. Jetzt so, dass wir da mal vorne setzen. Ich verliere meinen Drachen. No. No. Ich will erstmal keinen Springer mehr. Man muss leider Opfer bringen. Okay, ich hätte es einfach nicht setzen können, weil zum Schach stand mein König. Ja, ja. Ich kann auf jeden Fall den Bauern hier hinten schlagen mit meinem Turm. Weil das ist ein Turm, der kann nur nach rechts, ihr seht ja hier, ne, nach links, rechts oder geradeaus. Er kann nicht diagonal. Er hat keinen Springer mehr. Und zurückschlagen kann der Bauer auch nicht, er kann nur nach vorne. Das heißt, er dürfte nicht besiegt werden. So ein Wichser, Alter. Alter, geht dem hier auf die Eier, ey. Er wird meinen Turm killen. Tja, ich kann mich weder auf das Feld bewegen, weil mich die Dame töten würde, noch auf das, weil mich die Dame töten würde. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann nicht mal die schlagen, den Turm 1 nach vorne zu setzen, damit der Drache meinen Turm tötet. Ja, das ist natürlich scheiße. Nächste Runde kann ich dann meinen König links davon platzieren. Ich kann genau das gleiche nicht machen. Jetzt kann ich ihn hier hinsetzen. Da kommen wir zum Schachmatt. Es ist völlig egal. Naja, hat die Dame wunderbar nach vorne platziert. Nächste Runde wäre ich hier hingekommen, hätte sie mich geschlagen können. Wäre ich hier hingekommen, hätte sie mich schlagen können. Und deswegen, ich hatte keine Möglichkeit mehr, dagegen zu gewinnen. Puh. Ja, das war Level 4 gewesen. Das ist 1000 Elo. Das war in der Tat Night. Oh lol, gibt's auch mit Nacht. Das ist ja auch geil. Machen wir Level 1. Schniff, wir werden gewinnen. Bestimmt. Ja, der platziert auch gleich viel mehr randommäßig. Oder auch nicht so randommäßig. Doch. Ja, ich kann hier ganz easy seinen Turm schlagen, ohne dass er was dagegen tun könnte. Uch. Ich kann jetzt zurück und kann seinen Bauern schlagen, ohne dass er was dagegen tun kann. Weil sein Pferd steht ja hier, statt ursprünglich da. Weiß bewegt sich.
Na dann. Das ist der König. Wir schlagen ihn. Also. Ja. Die Elo ist sehr, sehr. Klar, ist halt Low Level, ne? Also. Hier, Dame. Und der besiegt ihn nicht mal, ja? Was ist dann Schach für Experten hier, ne? Okay, der kann mich jetzt hier mit schlagen, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber macht aber natürlich nicht. Das war eine schnelle Schachrunde. Das. Vier Elo-Stufen, das so krasse Differenz machen, schon irre. Faszinierend. So, wo ist mein anderer Drache eigentlich? Hier ist er. Ich brauche nämlich, ich muss auf das hellgrüne Feld und der kann sich nur auf dem hellgrünen bewegen. Alle anderen können es nicht, aber wir gehen mal ins Schach. Matt. Badum. Na, hier hinten war er in der Ecke. Das heißt, er hätte sich entweder hier bewegen müssen, hätte mein Drache indikiert, oder hier, dann hätte er meinen Turm besiegt. Gut, und was ist, na gut, ich glaube zwischen Elo 4 und Elo 8, ich glaube, da merke ich keinen Unterschied. Außer dass hier. Wahrscheinlich wird dann. Ist, ob da eine KI hinter ist? Wahrscheinlich nicht, wahr? Aber der geht jetzt natürlich alle Schachzüge durch, okay. Tatsächlich ist Schach ein sehr, sehr berechnendes Spiel. Wenn man sich 2 Milliarden, 200 Milliarden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten im Kopf behalten kann, ist Schach tatsächlich ein Spiel, wo man herausfinden kann, kann man es an der Stelle noch gewinnen oder halt nicht und welche Züge man halt noch machen kann, um den Gegner schachmatt zu setzen. Wird der mittlerweile von KIs quasi dominiert, dieser Markt, weil das wirklich rein logischer Natur ist. Du kannst im Schach gibt es keine Variablen, ja, also keine undefinierbaren Variablen. Du hast halt immer diese Figuren, es gibt bestimmte Felder und ja, das war's, ne? Du hast Felder und das gibt die Figuren. Und daraus berechnet sich halt die KI automatisch, okay, welche Spielvariante muss ich jetzt machen, um auf jeden Fall zu gewinnen und so weiter. Und tatsächlich, Schachweltmeister können es nicht mehr schaffen, gegen eine KI zu gewinnen. Ne? Gerade hier die Google-KI, die sie ja daran gesetzt haben, die, weiß ich nicht, viele Milliarden Spiele mit sich selber gemacht hat, um wirklich die perfekte Strategie da heraus, oder was heißt perfekte Strategie, einfach alles zu lernen, jeden einzelnen Schachzug, ist schon sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, Elo 4 war schon sehr, sehr stark. Elo 8 wird wahrscheinlich nochmal ein Zacken härter sein. Aber für mich, ich habe Elo 1 besiegt. Das reicht aus. Oder Level 1. Ja, meine Freunde, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr interessant, so eine 3D-Schachanimation. Deswegen wollte ich es einfach mal anspielen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's gewesen mit einem Angespiel zur Chess 3D-Animation. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.